Herzlich willkommen beim Hobbydraxler. Heute haben wir ein Stück Eiche, die liegt schon echtel. Draußen ist ein wenig morsch. Das heißt, auf der Außenseite müssen wir ein wenig aufpassen, da geht das Morsch jetzt erst weg. Aber es wird eine schöne Vase. Viel Spaß! Beim Bohren müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht zu tief bohren, weil sonst haben wir beim Abstechen die böse Überraschung und wir haben ein Loch im Boden. Beziehungsweise wenn dann am Schluss der Boden verschliffen wird, dürfen wir halt auch nicht durchschleifen. So, durch das, dass das Holz natürlich schon echt gelegen ist, ist es nicht mehr so zu bearbeiten wie Frischholz. Also man merkt wirklich schon, es ist eine anstrengende Arbeit, das zum Ausholen. Es gibt ja keine Späne mehr, sondern eigentlich wirklich nur mehr Staub. So, wir arbeiten dann außen nochmal nach, weil es sich ja beim Drechseln ein bisschen verzogen hat durch den Trocknungsprozess, weil ja beim Drechseln die Wärme entsteht. Schneiden wir nochmal nach und dann geht es ans Schleifen und Ölen und dann haben wir das schon wieder erledigt. Fotos gibt es am Ende des Videos, wie immer. Ich möchte jetzt schon Danke sagen fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, baba.